Wir müssen noch ein paar Sachen finden. Wir gehen das mal raus. Eine wichtige Sache, die wir bei Larry machen müssen aktuell. Wir müssen diesen Cocktail mixen für diese Influencerin. Dafür brauchen wir eine gelbe Flüssigkeit, eine grüne Flüssigkeit und eine durchsichtige Flüssigkeit. Also Alkohol, weiße Flüssigkeit, grüne Flüssigkeit, gelbe Flüssigkeit, Eiswürfel und so eine Frucht oder so. So, und wir haben grüne Flüssigkeit, Eis und wir haben nur das, das war's. Die grüne Flüssigkeit haben wir bekommen, indem wir eine Schlange entsaftet haben. Macht gar keinen Sinn. Wir haben ein Höschen, wir haben zwei goldene Schlüssel, wir haben ein Knicklicht, wir haben eine gelbe Gummiente, wir haben ein Kondom mit Orangengeschmack. Das können wir vielleicht. Gute Idee, aber so nicht. Das können wir vielleicht entsaften. Wenn man hier weitergeht, haben wir hier so eine Entsaftermaschine. Knicklicht mit Becher? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nee, aber man könnte vielleicht das hier... Das will ich nicht entsaften. Willst du nicht entsaften? Ich habe eine Spur von Faith, aber ich brauche noch mehr Hinweise, um sie zu lokalisieren. Wenn ich es schaffe, dass die Travel-Bloggerin 5 Sterne bei Gulp gibt, wird Bobby die Anklage gegen mich fallen lassen. Das müssen wir machen. Aber damit sie quasi je 5 Sterne gibt, will sie diesen Cocktail haben. Und deswegen müssen wir diesen Cocktail mixen. Und dafür brauchen wir diese ganzen Zutaten hier. Also Alkohol haben wir. Wir haben eine grüne Flüssigkeit. Der Rest fehlt. Genug davon. Ich glaube, ich bin gerade einfach nur ein bisschen doof. Aber es ist auch sehr schwierig, hier irgendwas... Sinnvolles herauszufinden. Kann ich wirklich in den Becher reinpissen? Bitte sag mir nicht, dass ich in den Becher reinpissen kann. Ich hab doch eben gerade erst. Vielleicht muss ich später wieder. Nein! Ja, okay, dann müssen wir mal, wo wir die gelbe Flüssigkeit herkriegen. Oh mein Gott, das ist eklig. Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Obstding. Eiswürfel kriegen wir? Haben wir? Ein ordentlicher Cocktail muss von sich aus leuchten. Ah. Okay, muss leuchten, I guess. Das wird auf jeden Fall irgendwas sein mit Genug dem Knicklicht. Davon. Das ist eklig, ey. Oh nein! Dann gehe ich mal da rein. Nö! Diese Geräusche auch noch. Oh, ich habe hier diese gelbe Flüssigkeit gefunden. Bah! Pipifarbene Flüssigkeit. Bah! Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt. Knicklicht. Das will ich nicht entsaften. Aber muss. Was muss auf jeden Fall mit diesem Knicklicht passieren? So. Was müssen wir zuerst machen, ist in Faiths Zimmer zu gehen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Wasser gefroren ist. Nice. Jetzt ist er gefroren. Brauche auf jeden Fall irgendeine Art, ja, für den Cocktail, diese Garnierung. Wisst ihr, was ich meine? Oh nein! Wird es das Kondom sein? Oh nein! Oh, ist das eh... Oh Gott. Gucken wir mal, was wir haben. Wir haben Wodka. Wir haben frisch gepresster Schlangensaft. Wir haben pipifarbene Flüssigkeit. Wir haben Eiswürfel. Wir haben ein Kondom mit Orangengeschmack. Wir brauchen nur noch diese leuchtende Farbe. Versuchen wir es aber. Wunderbar. Ein Tiki-Twister wie aus dem Lehrbuch. Wir wollen aber nicht vergessen, was da alles drin ist, ja? Und du lässt auch niemanden davon trinken? Natürlich nicht. Aber wenn Becky... Nein. Ist ja gut. Hat auch so funktioniert. Boah, ist eklig. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Bleib bloß weg mit diesem Barbarenbräu. Wie hast du denn das Hotel auf Gulp bewertet? Mit nur 2 von 5 Sternen. Warum? Das Poolwasser geht gar nicht. Das ist total verdreckt und stinkt. Habe ich gefixt. Ich kann mich doch nicht im Wasser räkeln, wenn man mein Body nicht erkennt. Das muss tropisch blau sein und frisch riechen. Und das Buffet ist total ekelhaft. Alles voll mit Fleisch und so. Ich brauche organisch-veganes Essen, das mich in Balance hält. Was soll denn meine Community denken, wenn die sieht, dass ich tote Tiere esse? Und die Bar hat nur so... Wasser. Ansonsten gibt es alkoholfreien Whisky. Blech. Soll ich vielleicht damit ein Selfie machen? Da sehe ich hier aus wie so ein Höhlenmensch. Ich brauche einen total bunten, beeindruckenden Cocktail. Einen, der absolut Selfie-tauglich ist. Dafür würde ich sofort einen Stern nachtragen. Ansonsten wäre meine Authenticity als Influencerin hinüber. Das Poolwasser ist jetzt sauber. Sweet! Dann kann ich ja endlich den Bikini rausholen und diven. Vielleicht tauchst du nicht mit dem Kopf ein. Sowieso nicht. Denk an meinen Hairstyle. An meinen Bun lasse ich nur Olivenöl, das in den Anden von Zwergziegen kaltgepresst wurde. Dann gebe ich mal bei Gulp einen Punkt mehr. Selfie-tauglicher Cocktail? Ich habe hier einen selfie-tauglichen Cocktail für dich. Supi! Moment! Von dir nehme ich keine Drinks mehr. Den hat der Barkeeper gemischt. Okay, dann ist ja gut. Aber trink besser nicht so viel davon. Bah, du bist ekelhaft. Nur für freshe Selfies. Ich kann sogar am Strohhalm saugen, ohne zu schlucken. Ich warne dich. Was denn? Dann kann ich einen Punkt mehr bei Gulp geben.
Einen Punkt brauchen wir noch. Ich muss jetzt woanders influenzen. Becky wird dem Hotelstern mehr bei Galb geben, sobald das Hotelbuffet komplett vegan ist. Okay, ein veganes Buffet. Da. Gehen wir mal rein und checken mal das Buffet ab. Kann ich die Samen da rein tun? Das Buffet scheint mir ein guter Nährboden für den Samen zu sein. Das sprießt ja wie sonst was. Echter Biodünger. Das Schwein müssen wir loswerden. Wenn ich das Schwein losbinde, beißt es mir doch sofort den Arm ab. Das weiß man doch von Schweinen. Garstige Viecher, solange sie nicht gegrillt sind. Das könnte es beruhigen, aber ich bekomme es ihm nicht eingeflößt. Ich muss das Schwein beruhigen, damit ich es losbinden kann, okay. Vielleicht mache ich es kalt auf dem Grill. Gar nichts gebracht. Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Den bekomme ich nicht raus, der ist festgeschraubt. Hä? Lol. Wer wäre denn da aufgekommen? Flieg in die Freiheit, du Schwein. Ist das deine Art, dich ums Tierwohl zu kümmern? Da draußen ist der Dschungel. Es landet sicher weich. Und das Meer ist auch in diese Richtung. Ich glaube, dann können wir jetzt die 5-Sterne-Bewertung von dir abholen. Das Buffet ist jetzt komplett vegan. Yay! Das wird auch Zeit. Ich bin fast verhungert. Du solltest aber kleine Portionen essen. Sowieso. Schon wegen meinem Intervallfasten. Ich mache auch eine Triggerwarnung davor. Für meine Follower aus der Pflanzen sind Lebewesen-Community. Die sind immer so süß empört, wenn ich mich auf einer Wiese fotografiere. Okay, ein Punkt mehr bei Galb. So, boah, wir haben richtig weit gekommen, Alter, jetzt aber. Dann können wir jetzt hier mit Bobby reden. Auf zu Bobby! Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Das Hotel hat bei Galb jetzt die verdiente 5-Sterne-Wertung. War gar nicht so schwer. Sehr gut. Auf dich ist Verlass, Larry. Das muss ich zugeben. Nicht nur in der Horizontalen, was? Apropos. Jetzt nicht. Ich muss den Marketingplan überarbeiten. Mit dieser Wertung eröffnen sich uns neue Chancen. Aber Larry, was das Bußgeld angeht... Das kannst du als erledigt betrachten. Na, ein Glück. Ehrlich gesagt. Ja? Das mit dem Bußgeld habe ich mir in diesem Moment nur ausgedacht. Was? Warum das denn? Hast du mich etwa ausgenutzt? Wann genau kamst du dir ausgenutzt vor? Beim Sex? Aber, na gut. Einigen wir uns auf unentschieden. Es geht in der Story weiter. Zentrale. Ja? Die Hinweise verdichten sich, dass dieser Larry ein Top-Agent der USA ist. Warum? Er muss eine intensive Ausbildung über Kampfstoffe durchlaufen haben. Er war in der Lage, komplexe Chemikalien zu mischen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Wahrscheinlich könnte er aus den Zutaten in jeder Küche eine Bombe von ungeheurer Sprengkraft herstellen. In Nordkorea wäre er ein gefragter Mann. Und nicht nur dort. Jan Mai. Ja? Reißen Sie sich zusammen. Ihr Ziel ist Faith. Verlieren Sie das nicht aus den Augen. Wir müssen diesen geheimen Algorithmus finden. Natürlich. Übrigens, haben Sie vielleicht noch alte Kontakte, über die ich Panzerwägen und Flammenwerfer bestellen kann? Da fällt mir aus dem Stand jetzt niemand ein. Warum? Es sind wohl einige Leute nicht so glücklich mit meinem neuen Führungsstil in der Firma. Einige wollen zum Äußersten gehen und einen Betriebsrat gründen. Dieser Abschaum. Ich hasse diese Stadt, Jan Mai. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich mich freuen, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Finden Sie Faiths Algorithmus. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir können jetzt Dings nehmen, oder? Das Boot? Pi, können wir aufbrechen? Wir wissen immer noch nicht, wo Faith ist. Das sollten wir erst herausfinden. Ich kümmere mich darum.